Wir müssen heute aus dem Todesstern entkommen, meine lieben Freunde, oder generell, also, ja, wir machen den Full Authentic Mode. Oh, ich darf sogar gleich davor das spielen. Das heißt, mit vorgefertigten Klassen kann man sich halt aussuchen, wie man spielen möchte. Hatten wir schon mal, und heute auf dem Todesstern. Ja, ich habe die Ehre, Darth Vader zu spielen, gegen Ben Kenobi anzutreten. Unter anderem auch gegen Chewbacca ist dabei. Wer ist noch dabei? C3PO ist noch dabei. R2D2 ist dabei. Also hier ist ordentlich. Hier wird was geboten. Ich nehme jetzt einfach mal den lilanen Lichtschwertstil, weil ich mag den am meisten. Der ist eine Mischung aus normal und stark. Ist eigentlich ganz cool. Was war denn da drüben? So, pass mal auf. Komm mal her. Komm mal her. Das ist halt einfach. Ich liebe diesen Spielmodus. Ich liebe Full Authentic, weil. Ja, es wird halt. Ich weiß nicht, jetzt kommt dieses Film-Star Wars-Feeling, das ist hier echt riesengroß. Es kommt hier richtig gut rüber, finde ich. Ich habe so das Gefühl, dass der mich lockt. Ich glaube, der lockt mich. Hat er sich aus dem Staub gemacht? Ja, ich gehe einfach mal weiter. Ja, der Server ist relativ leer. Okay, jetzt füllt er sich langsam. Wir werden nicht jedes Mal die Ehre haben, dass ich da vorher das spielen darf, aber diese Runde können wir es einfach mal genießen. Zusammen. Mal gucken, dass ich jetzt irgendwie einen Kill hinkriege, denn es leben noch alle von den Gegnern. Und von uns ist sogar schon einer tot. Das ist nicht gut, aber ich höre Ben Kenobi. Na, komm her. Komm her. Komm her. Diese Sau, Alter. Boah, der fuckt mich sowas von ab, der Typ. Der fuckt mich richtig ab, der Typ. Ich hab nur noch 15 HP, Alter. Der ist gut, aber ist ein bisschen peinlich. Boah, geht doch, Alter. Haben wir gewonnen? Oh Mann, Alter. Ich habe mich bis auf die Knochen irgendwie total blamiert, habe ich so das Gefühl. So peinlich, aber gut. Ich darf ihn nochmal spielen. Mit Hilfe meiner Stormtrooper werden wir jetzt hier verhindern, dass die entkommen, wie man es ja aus Episode 5 kennt, oder war das 4? Ich weiß es schon gar nicht mehr, so peinlich ist es. Komm her, Ben. Komm her, Ben. Komm her. Ey, nein. Oh Mann, komm schon, come on. Das war assi, Alter. Ich hasse das, wenn die sich so behindert scheiße abrollen. Weil ich meine, was willst du da machen? Dieser schmale Grat, wo du nur drauf stehen kannst, Alter, der ist sowas von niedrig. Und der Wookie, der ist sowas von. Boah. Heftig einfach nur. Ja, heute mal ein bisschen was ruhiger. Eine kleine Runde. Ist ja auch nicht so viel Platz für Tausende von Leuten.
dafür dennoch, dass so ein paar Leute noch reinkommen. Es ist ja auf jeden Fall noch Platz. Und hier, seht ihr? Also es ist wirklich auch mit Missionszielen verbunden. Die müssen jetzt hier die Luke des Schiffes öffnen, des Millennium Falken. Ist doch der Millennium Falke, oder? Öffnen und dann... Ja, genau, und dann müssen sie entkommen und halt wegfliegen. Das heißt, jetzt haben sie hier die Luke geöffnet, jetzt müssen sie dort rein. Ja, und dann hätten sie es theoretisch in der Regel eigentlich geschafft, aber... gerade nicht. Und ich merke gerade, ich darf kein Jedi mehr spielen. Schade, ja, aber gut. Dann, ich bin eh nicht der Beste mit Darth Vader. Also ich bin schon ganz in Ordnung, aber... gerade hier bei diesem Spielmodi, gerade wo es auch so wenig Jedi meistens immer gibt in der Regel, ist das schon immer nicht so einfach, gerade mit dem Punkte zu erzielen. Es ist schon nicht so einfach. So, ich habe jetzt hier mal den Stormtrooper, das Gute ist halt echt an ihm. Der hat halt 3 Leben. Ist aber nicht ultra heftig. Also man kann schon Kills machen, aber der ist halt nicht so schwer, so heavy. Also der hält auch nicht so viel aus, sage ich jetzt mal. Man muss da immer mal so gucken. Ja, okay, er kann's wesentlich besser als ich. Ich hätte auch gern Kill gemacht, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch ganz gern gemacht, getan. Oh, der Wookie. Ist er tot? Das war's schon? Ernsthaft? Was ein Witz, Alter. Alter, der als Darth Vader, der macht ja alle fertig. Meine KD ist auch richtig schlecht. Hä? Als ob ich überhaupt gar keinen Kill habe. Ich habe doch vorhin einen gekillt gehabt mit Darth Vader. Da stimmt doch irgendwas nicht. Beschiss. Beschiss, sage ich euch. Also so ganz stimmt das nicht. Ich höre schon wieder den scheiß Wookie, Alter. Ja, spring einfach mal in den Tod. Haha, wie geil. Ich hatte den, glaube ich, getroffen. Wer ist denn da? Beinahe hätte ich auf meinen Kollegen geschossen, Alter. Ah, genau, Luke. Okay. Ganz vergessen, dass es den ja auch noch gibt. Getarnt als Stormtrooper. Auch richtig cool. Ey, die haben ja wirklich echt an alles gedacht. Das muss so ein Haufen Arbeit gewesen sein, das alles hier fertig zu machen. Das funktioniert auch richtig gut. Einer lebt jetzt noch. Nicht mehr. Ich bin nur überlegen, ob ich jetzt mal hier Klasse ändere. Ich nehme jetzt mal den hier. Ich warte nur, bis die rauskommen. Mehr will ich gar nicht. Das Tor öffnet sich schon. Komm, ich muss jetzt riskieren. Ach, ein Solo war das. Okay. Das erkennst du von dort drüben überhaupt nicht. Schade. Beinahe hätte ich den Wookie erledigt.
Boah, der ist so heftig. Als ob der einfach so abdreht, Alter. Beim Schutzschild ist mir aufgefallen, ihr müsst halt immer darauf achten. Ihr könnt wirklich lange auch Schüsse abwehren, außer Sniper halt. Ich glaube, das geht nicht. Die können halt euch auch treffen. Ihr müsst auf eure Ausdauerleiste, auf die blaue drauf achten, weil die kann natürlich, wenn ihr springt oder Machtkräfte benutzt, runtergehen. Aber die kann auch runtergehen, wenn ihr Schüsse abwehrt. Beziehungsweise dann euer Schutz getroffen wird. Schade, schon zu Ende. Bin mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Was wir da dann nochmal voll authentik spielen dürfen können. Ich melde mich gleich nochmal wieder. War jetzt ein bisschen kurz. Okay, es ist einfach noch eine Runde. Wer bin ich denn jetzt gerade? Ach so, einfach so ein ganz normaler. Ganz normaler. Ich habe mal die Seiten gewechselt. Oh. Ich glaube, alle haben die Seiten gewechselt. Oder alle sind jetzt auf dieser Seite. Ich sehe nämlich gerade das. Dass nur einer. Auf der dunklen Seite der Macht ist. Ich wollte so gerne mal die Seite spielen und euch zeigen. Die sollen mal bitte gerne das Team wechseln. Hier, guck mal. C3PO. So geil. Wo ist denn der? Versteckt sich bestimmt irgendwo. Ist doch lame, oder? Komm, ich mach jetzt mal. Ich öffne jetzt mal hier. Ja, ich denke mal, also dieser Ort wird allen, glaube ich, was sagen hier. Der ist mit Sicherheit dort drin, oder? Ich muss gedrückt halten, ne? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, Alter. Aber ich werde eigentlich ganz gut bewacht gerade. Du darfst es echt auch nicht unterbrechen. Es dauert halt, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so ein bisschen mit der. Oh! Glaubst du es denn? Aber wie lame das auch ist, ne? Also die Runde. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ja, Runde zu Ende, ne? So, erstmal den Falken anlackt. Kann das sein, dass der Darth Vader ist? Ist der da drin? Hä, lol. Was geht hier vor? Hä, warum ist... Hat der Wookie ernsthaft... Oh, der kann ja gar nicht mit seiner Waffe spammen. Jetzt hab ich den Nachteil dieser Klasse gefunden. Scheiße, ich muss ihn trotzdem auch irgendwie fertig machen. Nein! Wie geil. Bringt er mich erstmal um. Ey, trotz alledem, dass der alleine ist, macht er hier alle kalt. Ja, kein Wunder als Darth Vader. Was willst du denn da machen? Ich schleiche mich einfach mal an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er provoziert Darth Vader wieder. Warum hält denn der so viel aus, Alter? Ich werde hier umgestoßen, wie als wäre nix. Oh Gott, Hilfe. Komm schon. Ja! Wie geil! Und der stirbt da. Ah ne, der hängt da, ne? Nee, ist gestorben.
Netter Versuch. Das war geil. Ja, jetzt ist das doch mal ein bisschen ausgeglichener. Jetzt sind es immerhin 5 gegen 4. Ben haut schon mal ab. Warum heißt er eigentlich, ist das nur so als Name, dass er sich früher hatte sich immer versteckt gehabt? Kann das sein deswegen? What the hell? Ach, mein Kollege hat mich getötet. Okay. Auch nicht schlecht. Also, es kann natürlich auch sein, dass er Ben hieß früher, weil die Filme sind ja älter als die Episode 1 bis 3. Da hieß er ja Obi-Wan. Oder hat er sich einfach umtaufen lassen, damit er nicht entdeckt wird? Weil das waren eigentlich so meine Vermutungen. Und wie die mich einfach instant killen. Ich habe ja gar keine Chance. Ich habe ja gar keine Chance. Ich spiele jetzt einfach mal den hier. Oh, der kann Nahkampf. Wie sie alle R2-D2 so verfolgen. Lebt noch alles. Alle. Nee, Quatsch. Einer lebt noch. R2-D2 lebt noch. Was kann R2-D2 eigentlich? Also ich finde es ja generell cool, mal cool, dass man ihn spielen kann. Ich glaube, der kann die Gegner so ein bisschen, der kann ja so, keine Ahnung, so Blitze erzeugen. Er kann die dann so ein bisschen mit schocken. Also es ist so wie die Blitze von Sif halt. Ich glaube, das kann der halt. Voll lame, Alter. Jetzt mach doch, spiel doch mal. Hier, das meinte ich. Doch, hat einen erledigt, ne? Das macht schon ganz gut Schaden. Das war nicht schlecht. Das sah ganz cool aus, eigentlich. Bin ich immer noch der Noob? Ja, ich bin immer noch der Noob. Ach kommt, Leute. So macht das doch keinen Spaß, wenn ihr euch gegenseitig tötet. Ist doch le. Oh, hör auf mich zu treten, du Elender. Ich wollte euch jetzt so schön jetzt hier mal diesen Spielmodi zeigen. Full Authentic, so auf Todesstern und alles mit den Originalcharakteren, mit diesen. Ich wollte euch eben so ein bisschen das Flair vermitteln, das Feeling, so ein bisschen, aber. Nee. Mit den Deppen funktioniert das nicht. Trotzdem ist das cool. Macht Spaß. Ist er. Nein. Ernsthaft? Also, ich hab den jetzt. Das war ein Solo. Ich hab den jetzt nicht gekillt. Ich habe nur aus Reflex aus den draufgeballert. Oh Gott, meine Leben. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt macht's Spaß. Aber trotzdem ist meiner eine Lusche, Alter. Der kann überhaupt nichts. So schlecht mit seiner Kackwaffe. Kann auch nichts, er hat nur seinen scheiß Blaster, Alter. Und der ist so schwach geskillt. Der bringt denen die 2 Leben auch nichts. Und so das Profi-Aiming habe ich leider nicht. LOL! Wie nice, ich habe ihn erledigt. Geil. Um die Ecke habe ich ihn gebracht. Ich habe ja noch nicht mehr gesehen, dass der da war. Alter. Bin ich mich erschrocken. Er stand einfach Vader vor der Tür. Will auch Ben spielen. Will auch Ben spielen. Ich darf nie Ben spielen. Alle Charaktere sind ja leider schon belegt. Ich darf ja nur diesen blöden. Diesen komischen Prisoner spielen. Ja, diesen gewöhnlich normalen Soldaten halt, ne? Ach, fuck mich nicht ab, Alter. Chewbacca, fuck mich ab. Ich geh woanders lang.
Das wird mir zu blöd. Komm mit, R2. Wir gehen woanders lang. Lass die Spiel vermiesen und wir machen jetzt die Action. Mann, habe ich jetzt einen Freund. Wenn die zu blöd sind, Alter. Macht das doch keinen Spaß. Alter, die haben ja alle Minuspunkte. Das ist schon krass. Alter. Das ist so ruhig, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wo sind die alle? Ich höre jemanden. Ich mit R2 hier, das ist so cool. Okay. Scheiße. R2, wo bist du denn? Wie kann der denn so schnell verschwinden? Ja. Ja, gegen drei Leute, Alter. Ich bin vollkommen allein. Die sind ja schon wieder tot, Alter. Warum sterben die denn dann dauernd? Das kann nicht wahr sein, Alter. So welche Idioten, Alter. Ich sag's euch. Bin zu blöd, um die Fahrstühle zu betätigen. Ich lass das jetzt einfach mal. Na, immerhin lebt noch Ben. Immerhin. Die Tür ist mittlerweile offen, dann gehe ich doch mal da durch. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Irgendwie bin ich einer mit der irgendwie auch, keine Ahnung, mal vernünftig spielt und einer der Besten. Wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Vorhin habe ich immer einen Killen gekriegt. Na, schon wieder. Nice, die haben den eigenen, die haben da vorher da gekillt, Alter. So Idioten, Alter, ich sag's euch. Das ist doch lächerlich, Alter. Das ist doch so lächerlich. Warum darf ich den eigentlich nicht spielen? Lol. Guckt mal. Ich bin Ben. Ey. Hört bloß auf, Alter. Jetzt darf ich einmal Ben Kenobi spielen. Versaut mir das bitte nicht, Alter. Ich konnte hier noch nie Ben Kenobi spielen. Das möchte ich doch dann ganz gerne doch nochmal ausnutzen. Ich finde Ben Kenobi cool. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ben ist cool. Und dort ist Vader. Die sind so. Lol. Lol, mich alle Natze. Das, Alter. Ernsthaft, habe ich alle genatzt. Das ist ja geil. Okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Scheiße. Ah, das war schon geil, oder? Das hat richtig Spaß gemacht, Leute. Vor allen Dingen, die sind ja so blöd gewesen und haben sich die ganze Zeit selber attackiert mit den Granaten und dann haben sie da dieses Fass, da haben sie dann auf, dann haben sie Darth Vader mit Schaden zugefügt. So bekloppt sind die halt ohne Spaß. War richtig cool. Der Darth Vader gespielt hat, der ist wohl gelieft. Ne? Darth Vader, sag ich schon. Okay, jetzt wollten sie für eine neue Karte. Schade eigentlich. Ich durfte gerade Ben spielen. Ah, die spielen jetzt auch nicht mehr vernünftig.
Ja. Und ich glaube, Dings will auch nicht mehr weiterspielen. Er hier. Wo ist der eigentlich, Alter? In dem Gefängnis, ne? Wo auch Lea zu finden war. Er hat sich einfach eingesperrt, Alter. Er auch. Und die stehen davor. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir müssen jetzt 2 Minuten abwarten, bis die mal weiterspielen. Okay, jetzt spielen wir wenigstens mal vernünftig weiter hier. Chewbacca hat sich mal jetzt zusammengerissen, ist aus dem Gefängnis geflohen. Spielt jetzt mal vernünftig. Aber boah, das fand ich gerade so cool mit Ben. Ich glaube, ich habe echt diesen blöden Fehler gemacht und habe echt Schub benutzt, weil da war ich kurz, hatte ich keinen Schutz. War vielleicht nicht so schlau. Werden die Experten mir auch sagen oder gerieten haben, dass ich das hätte nicht machen sollen, aber darf ich jetzt nochmal? Nee. Hä? Wie einfach niemand Band spielt? Warum das denn jetzt nicht? Gut, ich würde sagen, so 2 Runden machen wir jetzt noch. Spielen wir nochmal. Oder so lange halt, bis die Karte sich ändert, weil die wollen ja unbedingt auf einen anderen spielen. Ich glaube, das erklärt auch dieses Verhalten von denen. Dass die nicht mehr vernünftig oder richtig spielen, weil die auch irgendwie keinen Bock haben. So kommt es zumindest ein bisschen rüber. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Nice. Na, immerhin, R2 spielt vernünftig. Kirito spielt auch vernünftig. Aua. Ihr Bastard, Alter. Das fahren die einfach ohne mich. Und ich werde von hinten von der Feder vernichtet. Gegen den kannst du echt nicht viel machen, ne? Ich hier als Einzelner. Ich finde diese Tore. Ich finde die so geil, wie die sich öffnen lassen und wie die sich schließen. Ich erwähne das gefühlte jede Folge, aber das ist einfach so cool. Das ist einfach so cool. Okay. Oh, Scheiße. Boah, Kacke. Ey, ich dachte, das wäre ein Kollege von mir, aber das war ein Gegner. Deswegen wollte ich mich auch erst nicht umdrehen. Solange ich gleich Ben Kenobi spielen darf, ist so alles gut. Nee, kann ich mir vergessen. Weil dieser Ron Archist nächste Runde Jedi spielt. Die sollen nicht immer einen auf dicke Hose machen. Mit Fäusten, Alter, als ob die das gewinnen. In deren Träume vielleicht. So. Gut. Jetzt nochmal eine Runde vernünftig und dann ist erstmal Ende. Ich verfolge jetzt einfach mal Ben. Da kann ja nichts schief gehen. Ein bisschen Rückendeckung geben. Komm schon. Boah, Scheiße, Alter. Ja, jetzt habe ich 3 Kills, ne? Jetzt auf einmal.
Ich habe das Gefühl, es kann sich immer nur eine Tür öffnen lassen. Und nicht beide. Schade. Schade, ich hätte da wieder noch von hinten killen können. Gut, Server wechselt. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.